Ja, die alte, die ist mir auch damals richtig aufs Sack gegangen, ne? Die war damals schon irgendwie psychisch, weiß ich nicht, was die hatte. Die hat mich nachts angerufen, ja, von wegen, oh, ja, die hat mir, ach, wirklich, ganz ehrlich, ne? Hier, von wegen Beziehung und so ein Scheiß, ne? Ist mir richtig aufs Sack gegangen damals, ne? Da gab's einen Stream, ja, ich glaube, den gibt's sogar noch irgendwo auf YouTube, da hab ich einen Drunkstream gemacht, hat die alte mich morgens angerufen, ne? Oh, Axel! Halt doch der Maul. Ja, die wollte mich damals. Das war die erste Frau, die ich von vornherein gesagt habe, nee, abgelehnt. Und ich hab's echt nötig, weil ich bin fett und hässlich, aber ich hätte es echt nötig gehabt damals. Ich hab's immer noch nötig, aber ihr wisst, was ich meine. Das war die erste, die ich direkt abgelehnt habe. Die war einfach. Du erkennst einen Menschen, wenn er auf dich zukommt, erkennst die ersten 5 Minuten, ist das ein Opfer oder ist das ein guter Mensch, ne? So, und da war einfach. Nee. Und jetzt sieht die aus, ne? Wirklich, also ganz ehrlich. Nein! Nein! Damals, ja, als sie noch dicker war, da hat man wenigstens irgendwo gemerkt, hey, das ist so ein Mensch. Ja, so. Aber mittlerweile ist es alles nur oberflächlicher Scheiß. Ja, es ist oberflächlicher Scheiß einfach. Ja, die sieht halt aus wie eine Puppe, so, ne? Wie eine Puppe. Ja, so absolut gemacht und alles operiert und was weiß ich, ja. So, weiß ich nicht. Muss doch nicht sein. Ja, so ablehnen ist eine Sache, aber sich dann noch danach so einfach oberflächlich gehen lassen, die ist richtig, richtig oberflächlich geworden, ne? Die ist richtig, richtig oberflächlich geworden. Ja, wirklich, also ganz, ganz krass. Wirklich ganz, ganz krass. Richtig widerlicher Mensch. Da kann die so geil aussehen, was sie natürlich nicht. Also, ne, ich finde das nicht schön. So in so einem Selbstbaukasten, ne, hier so ein Galileo-Selbstbaukasten für Kinder aus der Globus-Kinderabteilung. Bastel your Frau selber. Ja, sie sieht aus wie so Bilde Bär. Ja, so Bilde Aline Bachmann. So, ne? Oh, da haben wir zu viel, da müssen wir ein anderes Teil dran machen. Ja, so, das ist nur oberflächlich, der ganze Scheiß. Ja, das feiere ich gar nicht mehr irgendwie so. Dann ihre, ne, da ist ein Junge, der hat Krebs. Da sagt sie zu dem, ja, ich mach dir den Andreas Gabalier klar. Ja, den kannst du sehen und so. Ja. Und, weiß ich nicht. Nie mehr gemeldet. Ja, einfach blockiert alles, ne. So. Auf jeden Fall, der Junge hier, ich weiß nicht, wie alt er war. Ich habe das Video nur so beiläufig gesehen. Ja, Lukas, genau, Lukas hieß der. Der ist gestorben. Ja, der ist vor kurzem erst gestorben. Das ist, mein herzliches Beileid an alle Hinterbliebenen, so, ne? Mir ist das auch unangenehm, über sowas zu reden, ja, aber der ist vor kurzem gestorben, ne? So, und vor allem, es gab ja mal diesen Skandal, dass Aline Bachmann angeblich tot ist. Ihre ehemaligen Freunde hätten Beweise, dass sie dieses Gerücht in die Welt gesetzt hätte. Ja. Müsst ihr überlegen. Hallo? Mein Name ist Aline Bachmann. Ich möchte die zweite Shirin David werden. Ich täusche meinen Tod vor. Ja? Das Excel wird von Aline Bachmann belästigt. Boah, das gucken wir uns an. Das ist sehr, sehr wild, Alter. Ah, okay. Excel ist der Meinung, dass er eine schöne, schlanke, tolle Frau finden wird. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist voll. Oh! Das? Nein! Niklas, danke schön. Aber. Guck mal. Sie rantet hier gerade gegen schöne, schlanke Frauen und davon, dass jemand, der fett ist, es nicht verdient hat oder es nicht hinbekommen würde, mit einer schönen, schlanken Frau zusammen zu sein, ja? Sagt die sich einfach dahin operiert hat, zu einer, schön sage ich jetzt nicht, aber schlanken Frau. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist wirklich, das ist einfach, Bruder, ja? Man hat es ja auch gesehen, ich hatte immer schöne Freundinnen, ja? Nicht, weil ich oberflächlich bin, sondern einfach, weil ich mit, ne, ich kann mit übergewichtigen Frauen nichts anfangen, weil ich einfach selber übergewichtig bin. Ja, also ich finde das einfach nicht attraktiv. So, da kann ich nichts für. Das ist genauso, wenn jemand sagt, hey, ich stehe auf Männer als Mann. Ja, das ist genauso wie Homosexualität oder für
wie soll ich das erklären? Es ist halt einfach meine sexuelle Ausrichtung und dafür kann ich nichts. Dafür kann ich nichts, das ist nun mal so. Ja, es gibt genug dünne Männer, die stehen einfach auf dickere Frauen. So, das ist ja nicht schlimm. So, ich kann nichts für meine sexuelle Ausrichtung oder für meinen sexuellen Geschmack. Dafür kann ich nichts. Ja, das ist einfach so. Ich stehe einfach nicht auf dicke Frauen. Und das ist nichts, wofür ich mich schäme oder wo ich sage, das möchte ich verheimlichen oder nicht ansprechen, weil ich mich dafür schäme. Das ist einfach nur mal meine sexuelle Ausrichtung. Ja, und dafür kann ich nichts. Das ist einfach so. Ich finde es einfach nicht attraktiv. Ja, so, das soll nicht heißen, dass ich deswegen jede dicke Frau schlecht finde, sondern einfach, ich kann mit einer dicken Frau attraktivitätsmäßig nichts anfangen, weil ich das halt einfach nicht attraktiv finde. Und das ist mein gutes Recht. Es gibt genug Leute, die sagen, ja, ich bin eine Frau, ja, und ich habe einen weißen Teint, ich bin so mitteleuropäisch und ich komme einfach nicht auf südländischen Teint oder auf südländisches Temperament klar. Gibt es auch. Ja, gibt es auch so. Ne? Es gibt Leute, die sagen einfach, nee, südländisch finde ich einfach nicht attraktiv, ja. Vom Charakter, vom Temperamentvollen, so gibt es auch. Ich könnte auch zum Beispiel mit einer südländischen Frau nichts anfangen, so, weil ich einfach dieses südländische Temperament, ich bin ein Opfer. In einer Beziehung bin ich ein Opfer, ich lasse mir alles gefallen. Ja, ihr habt es gesehen, ihr habt es gemerkt, ihr habt es mitbekommen, meine letzte Beziehung war genauso, ich habe mir alles gefallen lassen, ich bin einfach ein Opfer. Und mit einer temperamentvollen Frau, so mit diesem südländischen Temperament, ich kann mit Frauen, die einfach dieses Temperament haben, nicht umgehen, das macht mich unglücklich und das ist mein Recht, das zu sagen. Ja, und daran ist nichts schlimm. Und dann wird man dafür geflamed, weil man eben nicht auf Dicke steht. Und dann heißt es wieder, oh, der Exel, der möchte nicht mit mir zusammen sein. Die war richtig aufdringlich. Ja, die war richtig, richtig, richtig aufdringlich. Die hat mich angerufen, die hat mich zugetextet, die hat mich zugebombt, die hat mich zugespammt, ja. Die war richtig aufdringlich, weil ich damals halt gerade so diesen Hype-Anfang hatte. Die war richtig, richtig aufdringlich. Nein, nein, ICU, eben nicht, ja. Man sagt aber nicht umsonst südländisches Temperament. Wenn ich jetzt eine südländische Frau finde, die kein Temperament hat, dann wäre es wieder was anderes, aber... Wisst ihr, was ich meine? Ich mag einfach dieses südländische Temperament, mag ich nicht. So, ich komme damit einfach nicht klar. Ja, fertig. Und, nein, die war richtig, richtig, richtig aufdringlich. So, wirklich, die hat mich richtig krass belästigt. Ja, und dann sagt sie im Livestream, oh, der Exel, ah, oh, ja, der denkt, der kriegt eine dünne, ja, und sie hat sich dahin operiert. Um genau Leuten zu gefallen, die auf dünne stehen, hat sie sich dahin operiert. Das müsst ihr euch vorstellen. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Eine, die immer sagt, ja, ich bin dick, oh, der Exel, der möchte mich nicht, ja, weil ich dick bin, ja, aber ich bin halt, wie ich bin und ich bin für Body Positivity und steht zu euren Kurven, ihr Frauen, ja, und guck sie dir heute an. Sie hat sich genau dahin operieren lassen, wo sie damals nie hin wollte und das, was sie damals nicht vertreten hat. Ja, das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, so... Gib Leuten Geld und Möglichkeiten und guck, was passiert. Vielleicht ist das ganze Leben nur ein riesiges Social Experiment oder wie das heißt. Ich kann kein Englisch. Oder wisst ihr, was ich meine? So eine Art Promi Big Brother. Ja, der eine hat Glück und kriegt was, der andere hat kein Glück und kriegt nichts. Und dann gucken da oben irgendwelche aus dem Himmel und denken sich so: Oh, Mashallah, Player 3 joined the party. Ja, wer war's? Ja, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist einfach, nee. Ja, nee. Das ist einfach Schmutz. Die hat mich so sehr belästigt und hat mich dann öffentlich dargestellt von wegen, ja, der ist selber fett, aber diskriminiert Fette. Ich habe nie Fette diskriminiert. Ich habe einfach nur meine Meinung geäußert, habe gesagt, hey, ich mag einfach attraktivitätsmäßig stehe ich nicht auf dicke Frauen. Und das ist mein Recht. Und da heißt nicht, oh, du bist aber selber dick. Du musst dicke, du kannst nur mit Dicken ausgehen, weil du bist selber dick. Das ist dumm. Also kann Afroamerikaner nicht mit einer Deutschen ausgehen oder ein Südländer kann nicht mit einer, was weiß ich, ausgehen. Ja, ein Christ kann nicht mit einem Moslem ausgehen. Ja, und weiß ich nicht, jemand, der nur ein Bein hat, muss dann auch mit jemand ausgehen, der nur ein Bein hat. Ja, das ist ja völliger Schwachsinn. Also alle sind Menschen. Ja, und der eine hat halt eben andere Vorstellungen als der andere. Und vielleicht gibt es dann ein Gegenstück, der sagt, hey, ich passe in deine Vorstellungen und ich habe auch Vorstellungen, dass ich Leute wie dich toll finde. Und dann, ne, bam,
Ja, so, und nicht, ja, der darf nur mit dem und der darf nur mit dem. Das ist ja richtig rassistisch. Ja. Pass auf, das ist völliger Schwachsinn. Und wie sie das so hinstellt. Oh, Axel ist der Meinung, dass er das finden wird. Als ob ich das niemals finden werde, ja? Aber darum geht's ja gar nicht. Das war nicht der Grund, warum ich sie abgelehnt habe, ja? Das ist nicht der Grund, warum ich sie abgelehnt habe. Der Grund dafür war, dass sie in ihre Story macht, so, ah, ich liebe dich. Ja, das tut mir leid. Und sie erzählt ihren Abonnenten so von wegen, ja, ich könnte mir schon das mit Axel vorstellen. Ich will ihn unbedingt kennenlernen. Ja, ich will ihn unbedingt daten. Und dann, ein paar Tage später, macht sie dann auf einmal in ihre Story, ja, ich stehe nur auf Südländer. Stinky, Dankeschön. Mahlzeit zurück, ja. Dann macht sie in ihre Story, ja, ich stehe nur auf Südländer. Und dann macht sie ein Bild von ihrem Knutschfleck im Flugzeug und schreibt unten drunter, das hat sie irgendwie von einem echten Mann bekommen oder sowas. Warum? Das ist abstoßend. Das ist abstoßend. Warum sollte ich mich mit einer Frau treffen, die mich daten möchte und kennenlernen möchte, obwohl diese Dame in derselben Zeit, wie sie sagt, dass sie mich unbedingt kennenlernen möchte, sowas in ihre Story reinmacht? Wenn ich jemanden kennenlernen will, dann mache ich doch in der Zwischenzeit keinen anderen Scheiß mit irgendwelchen anderen. Keine Ahnung, ich finde das scheiße. Ja. Ich finde das scheiße. Ja. Habe ich recht, ich finde das scheiße. Ja, ich finde das echt scheiße. Und das habe ich ihr gesagt. Ich habe ihr gesagt, Aline, ich möchte nichts mit so einer Person auf dieser Ebene zu tun haben. Ich will dich nicht mehr kennenlernen, weil du das gemacht hast. Und dann hat sie alles so hingestellt, ja. So von wegen, oh Axel, du bist so schlimm, viel Glück noch und sowas, ja, und du verkackst dir mit jedem und sonst irgendwas. Aber wir gucken uns das jetzt weiter an, weil ja. Ich will wissen, was sie sagt. Und dann soll er das denken. Wie sie ihren ganzen Fitnessabonnenten, oh, Axel ist so ein schlechter Mensch, weil der fett ist. Guck mich an, Alter, ich habe abgenommen, ich wiege nur 120 Kilo. Ja, ich bin glücklich mit meinem Leben, ja, ich habe alles, was ich brauche, ich habe nicht mehr und nicht weniger. Dann bin ich halt fett. Dann bin ich halt ein fettes, schwitzendes Walross, ja. Mein Vater hat immer gesagt, Tobias, wenn du eine Frau kennenlernen willst, ja, willst du eine Frau fürs Leben, ja, mit einem Körper bekommst du die Frau. Aber mit deinem Charakter behältst du die Frau. Körper ist nicht alles, ja? Mit einem Körper kannst du vielleicht die ein oder andere wegflexen. Aber mit Charakter findest du eine fürs Leben. Das ist Dreck. Das ist Dreck. Meine Ausbildung gefällt mir sehr, sehr gut. Sie macht mir Spaß. Na, das glaube ich dir. Die hat 5000 Euro gestohlen von dem Patienten, ne? Damit die feiern gehen kann. Müsst ihr euch vorstellen. Die klaut 5000 Euro, ne, von dem Konto eines Patienten, der gepflegt werden muss. Wild. Hallo Mama. Ja, das war ich im Livestream. Nein, vom Konto der Patienten. Das, ja, mein Papa, der ist mein Sieger. Der hat so jeder Lebenslage. Hat ich habe Axel gesagt, dass er mit mir eigentlich eine Frau hat. Es ist nicht nötig, Axel nachzurennen, als ob sie mir nachrennt. Sie hat Scheiße gebaut, ja? Und daraufhin habe ich gesagt, nein, ich möchte dich nicht kennenlernen. Unter diesen Voraussetzungen. Weil sie irgendwelche Knutschfleck-Sachen in Instagram postet und ihren ganzen Abonnenten erzählt, ich bin ja so ein Axel verliebt, ja? Und dann in ihrer Story reinpackt, ich stehe ja nur aus Südländer. Ja? Und sich dann irgendwelche Knutschflecken machen lässt, obwohl sie mich kennenlernen will. Wenn ihr eine kennenlernen wollt, ja, und ihr bekommt mit, die lässt sich von irgendjemand anderem Knutschfleck machen oder erzählt der Öffentlichkeit, boah, ich stehe nur aus Südländer, dann habt ihr doch da gar keinen Bock mehr drauf. Es hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich sie menschlich nicht gut finde. Vielleicht wären wir ja beste Freunde geworden. Das kann ja alles sein. Ich auch, aber. Aber auf der Ebene, wie sie mich kennenlernen möchte, wollte ich sie nicht kennenlernen, weil sie das gemacht hat. Und das versteht sie nicht. Nein, im Gegenteil. Sie stellt sich immer noch total schlecht vor ihren komischen Fitnessleuten da. Die es ernst meint und die nicht die auf diesen ganzen Fame-Wert legt. Kannst du was singen? Ja, da hast du recht. Aussehen. Gepflegtheit. Baby, bitte lass mich nicht allein. Ich schwitze halt sehr viel, ja. Aber wenn ich rausgehe, dann bin ich geduscht. Oder wenn ich hier Besuch bekomme, bin ich geduscht. Das heißt, schlanker, aber ja auch jünger, ne? So, Gewicht und Alter. Aber wenn ich zu Hause vergammle und vom PC sitze, warum soll ich dann duschen gehen? Das heißt ja jetzt nicht, dass ich eine Woche lang am Stück nicht duschen gehe. Aber dann kann ich auch mal 2 Tage lang gar nicht duschen, wenn ich eh nicht rausgehe. Ja?
Aber es gibt einen Unterschied zwischen gut aussehen und Pflege. Es gibt auch Leute, die sind dünn und sehen auf den ersten Blick gut aus, ja? Guck mal, sowas hier. Ein richtiger Mann nimmt dich so, wie du bist. Das ist halt auch ein richtig dummer Kommentar. Ein richtig dummer Kommentar. So, ein richtiger Mann. Ein Mann hat Geschmack. Sein Geschmack. Und wenn man eben halt nicht diesen Geschmack trifft und sagt, hey, pass auf, du bist nicht mein Typ, dann zweifelt das ja nicht an, ob jemand ein Mann ist oder nicht. Natürlich habe ich geduscht. Ich habe Dienstag geduscht. Da waren wir doch draußen. Ja, ich habe Dienstag geduscht. Ja, das ändert ja nichts in der Tatsache, dass ich ein Mann bin, nur weil ich einen anderen Geschmack habe und eben nicht mit ihr. Also das ist einfach ein richtig dummer Kommentar. Johann, ich hoffe, du hast den Instagram gelöscht, ja, und bist in dich eingekehrt und hast über dein Dasein nachgedacht. Haben solche Schimmelzähne, solche Achselhaare bis hier unten, die du flechten kannst, ja? Und die stinken nach Scheiße und alles, ja? Gibt's auch. Danke, Maria. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Kann mir jemand bitte eine Uhrzeit schicken? Was ist das für ein Kommentar? Wie viel siehst du? Nein, ich sehe alles. So, ich sehe. Ich, nein. Ich sehe es. Ach, Bruder. Du bist so krass hübsch und ich liebe deine Videos. Danke, Enola. Nein. Und ich finde es schade, weißt du, ich finde es gerade schade. Sie war mal richtig fett. Gut, sie ist immer noch übergewichtig, aber sie hat krass viel abgenommen und dafür erstmal Respekt. Aber jetzt zieht sie nämlich genau die Scheiße durch, die eigentlich dicke Menschen steckt mit verachten. Den Schein in die Ritze. Ach, ja, staub durch. Hashtag Schweiß bitte in die Kommentare. Schweiß. Wir brauchen Hashtag Schweiß, ja? Sie hat gespritzte Lippen. Sie macht dafür sogar auf Instagram Werbung. Sie macht auf Instagram, da hat sie eine Story drin, wie sie gerade die Nadel in die Lippe reinbekommt. Und das ist eigentlich so die Sache, die fette Menschen, ich bin selbst fett, ja. Sie weiß, wie das ist, ja. Sie weiß es jetzt noch. Ich meine, 120 Kilo ist jetzt auch nicht, ne, federleicht. Aber solche Menschen hat sie, und das weiß ich, weil ich bin selbst fett, ich verachte solche Menschen auch, ja. Solche aufgespritzten. Ja, ewig, Alter. Ja? Spend mal einen Euro. Und jetzt macht sie dasselbe, weil sie ein bisschen was abgenommen hat, ja. Sie denkt, sie ist hässlich. Sie ist nicht hässlich. Das ist ein Minderwertigkeitsgefühl. Das ist ein Minderwertigkeitsgefühl. Das ist ganz, ganz schlimm. Dr. Excel, das ist Alter. Ganz, 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 ganz schlimm. Das ist ein Minderwertigkeitsgefühl. Oh, habe ich lange mit ihm telefoniert. Ja, Banki. Das ist ganz, ganz schlimm. Sie glaubt nicht an sich selbst. Und hier, du bist mein kleines Vorbild. Du hast mega Selbstbewusstsein. Wer Selbstbewusstsein hat, spritzt sich die Lippen auf. Wer Selbstbewusstsein hat... Nein. Wer Selbstbewusstsein hat, spritzt sich nicht die Lippen auf. Aber ich folge, das ist Fakt. Da braucht mir keiner irgendwas erzählen. Also, sorry. Steckt mir den Schein in die Ritze. Jeder kann abnehmen, Staubwurst. Jeder kann abnehmen. Aber. Jetzt wird's hässlich, Alter. Nein, aber das ist echt. Ja.